Hallöchen und herzlich willkommen zu Endzone, mittlerweile schon Folge 7. Und wir haben ja endlich Essen. Zum Glück. Und unsere erste Expedition ist gestartet zu diesem netten Gewächshaus. Vielleicht finden wir neue Samen oder ähnliches, dass wir noch mehr Gemüse- oder Obstsorten anbauen können. Das wäre ja fantastisch. Ich hoffe, wir kommen das heute auch irgendwie ein bisschen hin mit dem Wasser. Ich meine, gerade geht's. Aber wir haben auch eben mittelkontaminierten Regen. Das ist eher ungünstig, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Gut, ich drücke nebenbei schon mal auf Play, damit es hier weitergeht. Ich hoffe, das bekommen wir dann hin. Ja, hier haben wir... Was fehlt denn? Stoff. Ja, okay. Das mit dem Stoff habe ich das letzte Mal schon versucht, zumindest anzugehen, dass mehr Stoff hergestellt wird. Okay, hier wird jetzt auch gerade Stoff hergestellt. Das ist sehr gut. Klicke, um ein Fenster für Ressourcen zu öffnen. Achso, okay. Es kommt bald schon wieder eine Dürre, das ist nicht so gut. Ich hoffe, wir bekommen das vorher hin, dass wir ein bisschen mehr Wasser auf Lager haben. Was liegt hier rum? So ein totes Rehfleisch. Ich lasse es mal ein bisschen schneller laufen, damit das hier auch vorangeht. Können natürlich hier einmal gucken. Ah, er wird immer noch vorbereitet. Schrottwerkzeug. Mit Strahlenanzug. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Ein Verwandter dieses Siedlers ist gestorben und hat kein Grab. Ach, ja, okay. Aber ich meine, Platz gibt's. Da muss er nur hingehen. Oder? Das verstehe ich jetzt, als wären sie schon wieder krank, wahrscheinlich durch den Regen. Aber Medizin haben wir ja. Hier, Kräuter jetzt nicht mehr ganz so viele, aber... Ja, die Kräuterhütte hier ist halt nicht besetzt. Das ist dann wohl so. So, mal gucken. Geht das hier noch voran? Könnte man hier vielleicht noch jemanden arbeiten lassen? Das wäre, glaube ich, ganz praktisch. Ich habe auch keine Kohle mehr, fällt mir gerade auf. Holz habe ich aber wieder ein bisschen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Nee, das war nicht die Werkstatt. Schrottwerkzeug. Ja, dieses Schrottwerkzeug ja auch erstmal herstellen. Weil wir das ja für unsere Expedition brauchen. Ah, Schrottwerkzeug ist da. Perfekt, das haben sie schon mal geholt. Expeditionsration. Ich frage mich echt, wo das hergestellt. Ob die das da drinnen herstellen? Also, ergebe Sinn auf jeden Fall. Habe ich Strahlenanzüge? Ich hätte Strahlenanzüge sogar. Ja, Dürre kommt bald. Das Wasser ist jetzt nicht so pralle. Wir müssen noch ganz dringend gucken, dass wir hier wieder mehr Wasserträger kriegen. Dann geht das vielleicht schneller. Das Feld ist auch ausgetrocknet, ne? Kommt halt nicht so viel warum dann. Ohne Wasser wächst das Zeug auch nicht, was auch irgendwie verständlich ist. Okay, also Essen ist eigentlich schon mal ganz praktisch, dass wir da jetzt schon mal so viel haben. Nur kann es halt sein, dass unsere Leute verdursten, was eher ungünstig wäre. Weil hier kommt einmal mittig kontaminierter Regen und dann halt zweimal gar kein Regen. Das ist irgendwie... Ja, nicht ganz so toll. Ah, wir kriegen mehr Kinder. Lucy wird auch bald erwachsen. Ist immer gut. Je mehr Leute wir haben, desto besser.
So, muss mal gucken. Genau, das hatte ich ja letztens noch gebaut. Okay. Also Häuser baue ich jetzt erstmal noch keine neuen, weil da sind ja ganz viele leere. Wir hatten ja mal wesentlich mehr Leute. Und dann wurde es knapp mit dem Essen. Jetzt wird's dunkel. Oh, das Wasser wird. Ah, das Wasser wird so gut wie gar nicht reichen. Das ist nicht so gut. Okay, probieren Sie mal so. Nochmal was zu. Inaktiv. Aktiv, aber ich habe keine Kohle. Gut, aber es ist auch gerade scheinbar nicht kontaminiert. Jetzt ist die Dürre da und das Wasser geht rapide abwärts. Na, wir haben ja noch die Brunnen, also kriegt man da nicht irgendwie noch Wasser? Oder ist dann auch der Boden komplett ausgetrocknet? Das würde mich mal interessieren. Nee, die holen noch Wasser. Okay, wir müssen, glaube ich, noch mehr Brunnen bauen. Und dann hoffe ich, also wir müssen natürlich ein bisschen Umkreis beachten, dass wir dann halt in die Nähe, trotzdem hier in die Nähe, damit das davon noch umfasst ist. Aber ich glaube, das könnten wir mal machen, dass wir da einfach noch einen Brunnen bauen. So, hier ist die Effizienz nur 80, weil die sich im Weg sind. Dann baue ich ihn da hin. Kommt da noch ein Brunnen hin. So könnten wir vielleicht noch ein bisschen besser das aufrechterhalten in der Dürre. Weil die scheinen ja wirklich noch was hochzupumpen. Wenn auch nicht super viel, aber. Geht auf jeden Fall. Was ist jetzt hier? Ziel erreicht. Oh. Sehr cool. Nun genau. Wie unser Späher berichtete, Metall und Trümmer. Sollen wir nach etwas Bestimmten Ausschau halten oder einfach nur den Schrott schnappen und schnell wieder abhauen? Suchen nach Samen und Pflanzen. Es sieht nicht gerade nach viel aus, aber wir werden die Augen offen halten. Alles klar. Wenn irgendwas aus der Zeit vor dem Vorfall überlebt hat, dann sollten wir es unter der Erde befinden? Ist, glaube ich, was bei der Übersetzung falsch gegangen. Ist aber schon lange her, da müssen wir wirklich gründlich sein. Nächstes Mal müssen wir vielleicht einen Landwirtschaftsexperten mitbringen. Okay. Oh. Wir haben ganze Schutthaufen durchgewühlt, immer noch nichts Bemerkenswertes gefunden. Wir nehmen einfach etwas von dem Schrott mit. Nächstes Mal sollten wir jemanden mitbringen, der sich mit Pflanzen auskennt. Okay, jetzt habe ich keine Punkte mehr. Naja, gut, okay, egal. Wie kriege ich denn die? Aktionspunkte Aktionspunkte werden beim während Entscheidungen verbraucht. Ja, ich würde jetzt auch sagen, dass der Satz vielleicht nicht ganz korrekt ist, aber man versteht, was sie meinen. Je mehr Rationen du hast, desto mehr Aktionen kannst du ausführen. Okay. Nee. Einpacken und zurückkehren. Einpacken und zurückkehren. Zeit nach Hause. Gute Heimreise. Gut, dann kann ich ja dann die nächste starten. Irgendwo anders hin. Ich hoffe, wir finden das nächste Mal dann mehr. Das wäre auf jeden Fall fantastisch.
Hier hinten ist auch noch was. Lagerhallenruine. Interessant. Okay, ich lasse wieder ein bisschen schneller laufen. Oh, das Wasser ist jetzt gerade echt nicht mehr so viel. Aber die pumpen doch, oder? Also ich meine, da kommt ja was. Ich meine, da ist nur 27, aber hier ist doch 131. Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, irgendwas sind zurückgekehrt, alles klar. Dann würde ich mal sagen, packen hier mal 4 Leute rein. Expeditionsfenster öffnen. Interessanter Ort. Dieser Ort sieht vielversprechend aus. Das ist ein altes Haus. Vielleicht kann man da was finden. Ich gucke noch mal weiter. Das ist ein altes Krankenhaus. Würde ich jetzt mal schätzen. Oh. 1,7 Saisons. Das ist schon nicht wenig. 1,5, 1,6. Das sieht aus wie eine Kläranlage. Eine Saison. Sieht aus wie eine Tankstelle, oder? Na gut, dann 0,6 Saisons. Ich würde sagen, wir machen erstmal das hier. Kundschaft dahin schicken. Können wir erstmal wieder zurück. Okay. Gut, dann. Ja, es fehlt euch an Wasser. Das, Mensch, während so einer Dürre hätte ich ja damit überhaupt nicht gerechnet, dass euch Wasser fehlt. Nun gut, die ist ja auch gleich vorbei. Dann regnet es zwar erstmal nur blöden Regen, aber es regnet. Leicht kontaminierter Regen kommt ja dann auch noch nach den 2 Nicht-Regen-Saisons. Stoff geht jetzt eigentlich auch schon wieder ein bisschen besser. Ich habe schon wieder keine in der Schneiderei. Ne, 3 reichen. Erstmal. So, wie sieht denn das aus? Laufende Kundschaftermissionen. 3 von 4. Okay. Naja, müssen wir noch mal kurz warten, bis die losgehen können. Warum wird hier eigentlich jetzt nicht gebaut? Verstehe ich jetzt nicht. Zum Abbau freigeben. Ja, der kann zum Abbau freigegeben werden. Da haben wir jetzt natürlich nicht so viel gefunden. Vielleicht läuft es beim nächsten Jahr besser. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ach, das ist schon wieder so langsam hier. So, wie wäre es denn jetzt mit Regen? Ah, guckt euch das an. Regen, wir haben Wasser. Wenn wir das mit dem Wasser irgendwann wieder hinkriegen oder irgendwann allgemein richtig hinkriegen mit dem Wasser, dann müssen wir auch gucken, dass wir Bewässerungsanlagen bauen. Das ist sonst irgendwie blöd. Ah, hier. Kann man gleich mal einen zuweisen. Perfekt. Gut. Ich würde mal gucken, ob ich hier irgendwie demnächst noch einen Weg hinzimmere. Da sind wir ja doch schneller unterwegs. Oh. Hey Chef, einer der Scouts hier. Bei deinen Koordinaten gibt es eine alte Lagerhalle. Ziemlich herunterkommen. Die Wände fehlen, überall Rost. Ein ordentliches Wrack. Sieht so aus, als wäre da ein alter Schiffscontainer drin. Sieht noch ziemlich intakt aus. Es könnte sich lohnen, da mal vorbeizuschauen. Ja, mega. Leute, das ist richtig gut. Expedition aufstellen. So, und Schiffscontainer. Vielleicht sollte ich da einen Sondierer. Ja, schicken wir die mal mit.
Dann haben wir hier noch so. Förster, Brunnenwart, Wasserträger. Ich würde eigentlich eher Baumeister. Ja, Baumeister kann ich auch mal mit. Vielleicht müssen wir da irgendwas abreißen. Ist das ein Bauer? Ja, die kann auch mit. Und ich hätte eigentlich noch ganz gern einen Techniker nicht. Also grundsätzlich hätte ich noch ganz gern ein Schrottsammler, aber irgendwie sind die ja hier gerade nicht aufgeführt. Ist das ein Siedler einfach? Naja, dann schickt man noch einen Siedler mit. Schrottwerkzeug, Metallwerkzeug. Können wir 2 Punkte untersuchen, das ist schon mal ganz gut. Strahlenschutz, Halstuch, Aktivkohlemaske. Ja, machen wir erstmal nur die Aktivkohlemaske. Okay, ja, Metallwerkzeug wäre vielleicht besser, wenn die das Ding da aufbrechen müssen, ne? Ich kann die Werkstatt ja umstellen, dass der erstmal Metallwerkzeug herstellt. So, Expedition starten. Mal hier erstmal wieder raus. So, jetzt machen wir bitte Metallwerkzeug, danke. Also Metall haben wir auf jeden Fall. Das sollten sie wohl hinkriegen. So, ich wollte eigentlich einen Weg bauen. So, Logistik, Schotterweg. So, noch ein... So, wunderschön. Zwischen die Häuser. So. Dann haben wir hier erstmal ein paar Wege. Wenn die dann gebaut sind, dann kommen die vielleicht auch schneller hier irgendwie noch ein bisschen durch die Kante. So, jetzt mache ich das wieder schneller. Ich vergesse das immer. Das ist immer, wenn ich in dem Expeditionsfenster drin war, dass das dann wieder auf langsam ist. Aber gut, das merke ich mir noch irgendwie. Wir kriegen hier sogar mal nicht kontaminierten Regen. Das wird unsere Zeit. Das wird unsere Zeit. Dann sind nämlich unsere Regendinger hier auch wieder offen. So, jetzt müssen nämlich die meiste Arbeit müssen die Wasserträger machen und die Brunnen. Das ist irgendwie sehr wenig. Es steigt wieder ein bisschen, also langsam, aber eben ging es nach oben. Das dauert seine Zeit, aber wir kriegen das schon irgendwie hin, wir schaffen es. Ich glaube da an uns voll und ganz. So. Produktionslimit, ja. Können Sie 60 Dinger von herstellen, das ist in Ordnung. Benötigt Metallwerkzeug. Ja, wir sind ja voll dabei. Hoffe ich zumindest. Wie sieht's aus? Hallo? Wie wär's denn mit Arbeiten? Okay, die sind so halb vertrocknet. Ja, also viel gibt's da jetzt nicht raus, ne? Na gut. Essen haben wir auch noch. Ich weiß aber auch nicht, warum das da nicht... Jetzt wird es eingesammelt. Das liegt ja jetzt hier auch schon ein bisschen länger rum, ne? Okay. So, hier haben wir noch ein paar Wasserträger, die wir zuweisen können. Je mehr, desto besser. So.
Können wir mal hier gucken. Ich habe keine Baumeister. Sagt mir das doch mal einer. So, Baumeister. Kein Wunder, dass der Weg hier nicht gebaut wird. Ah, ich habe den Baumeister hier mit weggeschickt, ne? Naja, okay. Kriegen wir schon hin. So, Holz läuft auch wieder besser. Ja, Kneipe arbeitet jetzt keiner, ist jetzt nicht so schlimm. Schule ist jetzt gut, wäre schon cool, wenn die Schule offen hätte, weil... Oh, jetzt arbeitet da auch keiner mehr. Warum eigentlich nicht? Egal. Ja, guck mal, die werden demnächst fast alle erwachsen, das ist gut. Dann können wir hier wieder welche zuordnen, das ist in Ordnung. Ja, perfekt. Fast 6 Kinder kurz hintereinander werden erwachsen. Das ist sehr gut. Und das kriegen wir alles hin. So, ich meine, ja, Medizin haben wir nämlich fast gar keine mehr. Wir müssen hier ganz dringend so hier erstmal jemanden reinsetzen. Und in die Kräuterhütte dann auch jemanden. Mark. Marc, komm, du wirst jetzt erwachsen in 3, 2, 1, los, bitte, erwachsen, ja. So, und Kräuterhütte, dass wir da nochmal Medizin sammeln. Und hier nochmal 2, perfekt. Benötigt Kräuter, okay, das ergibt Sinn, deswegen... Dann packen wir halt da 2 rein. Noch. Okay. Wir haben bald die regenlose Zeit überstanden. Und da kommt natürlich schon wieder eine Dürre. Ja, klar. Ach, was seid ihr denn schon wieder unglücklich hier? Kein Grab und kein... Und kein Grab, okay. Benötigt Ruinen. So, Arbeitsfeld ändern. Dann macht das mal hier drüben, bitte. Danke. Alles klar, wie sieht's hier aus? Ah, die X... Ah, guck da. Ja. So. Wir sind jetzt vor Ort. Wie unser Kundschafter schon sagte, das hier ist wohl eine verlassene Lagerhalle. Wir sollten in der Lage sein, zumindest ein bisschen Schrott von diesem Ort mitzunehmen. Aber wer weiß, vielleicht haben wir auch heute Glück. So, dann schaut euch doch bitte mal um. Das ist also der alte Schiffscontainer, den der Kundschafter erwähnte. Gut verschlossener Teil, aber das sollte jetzt nicht das Problem sein. Wir haben ja einige Werkzeuge mitgebracht. Sehr gut. Und wir haben sogar Metallwerkzeuge genommen. Also das sollte dann hoffentlich klappen. Ah, hier, guck mal. Das ist sogar gut. Alle fortfahren. Ah, nein. Obwohl er alt und verrostet ist, fällt es uns schwer, diese Container aufzubrechen, Boss. Fortfahren. Wir können es natürlich... Ja! Oh, wir haben Stoff gekriegt. Sehr gut. Sesam, öffne dich. Einfach, wenn man die richtigen Werkzeuge mitbringt. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich meine treue Brechstange liebgewonnen habe, Boss. Der Container ist mit Kisten voller authentischer Volkstrachten gefüllt. Das steht zumindest auf dem Etikett. So wie es aussieht, wurde der Kram wahrscheinlich auf der anderen Seite des Planeten produziert und dann hierher verschifft, um für einen Groschen verkauft zu werden. Oh, ich sehe gerade, man sieht sogar, wie die atmen hier, ne? Das ist ja auch cool gemacht. Fortfahren, sehr schön. So, den Schrott können wir jetzt natürlich nicht mehr mitnehmen, aber das ist auch nicht so schlimm. Zurück, okay. Ja, wir haben jetzt nicht so viel mitgenommen, ne? Also das nächste Mal müssen wir einfach ein bisschen mehr einpacken, aber wir hatten natürlich noch nicht so viel produziert. Das hätte jetzt wieder ewig gedauert. Ich finde, wir waren schon mal ganz... dabei. So, einpacken und zurückkehren. Einpacken und zurückkehren. Gute Heimreise. Alles klar. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ach so, ich kann mich ja auch einfach hier hinschicken. So, perfekt.
Ja, also man kann die natürlich sonst nochmal losschicken und dann den Schrott holen, aber ich kann das auch einfach zum Abbau dann freigeben irgendwie, wenn ich sie irgendwie wiederfinde. Egal. Also wir haben Stoff gekriegt. Sie war schon mal nicht ganz unerfolgreich. Diese Saison. So, jetzt lassen wir schneller laufen. Sehr gut. Und wir sind auch gerade nicht verstrahlt. Wir haben zwar kein Wasser, aber wir sind auch nicht verstrahlt. Das ist doch schon mal ganz hilfreich. Regen, Regen. Regen. Ja, wir haben kontaminiertes Wasser, aber wir haben ja diesen netten Speicher, der das doch hoffentlich dann reinigt. Gut, ich würde aber sagen, das war es dann erstmal für diese Folge. Wir haben eine erfolgreiche Expedition gehabt. Das ist doch schon mal ganz gut. Ich hoffe, in der nächsten Folge kriegen wir noch eine gute Expedition hin. Vielleicht auch mal eine längere zu etwas größerem. Dieses eine, was da aussah wie eine alte Militärbasis zum Beispiel, da könnte man auch ganz gut was finden. Das wäre auf jeden Fall echt gut. Ich meine, wir haben Stoff gekriegt. Stoff brauchen wir immer. Gerade für die Strahlenanzüge perfekt. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal dann auch wieder mit dabei. Das mit dem Wasser klappt jetzt natürlich noch nicht ganz so gut, aber wir brauchen auch erstmal wieder mehr Arbeitskräfte. Das kriegen wir alles hin. Da bin ich voll und ganz zuversichtlich. Ich verlinke euch hier auch wieder die Playlist irgendwo. Schaut euch gerne die anderen Videos an. Schaut auch gerne meine andere Playlists rein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da und dann bis zum nächsten Mal.